Hallo, Krause. Letzter Tag heute. 40 Jahre sind doch genug, oder? Ja, ja. Irgendwann muss Schluss sein. Oh, Jahrgang 84. Du meinst es also wirklich ernst? Den trinkst du auf mein Wohl. Il me restera plus que les yeux pour pleurer. Allez, Max, komm schon. Mensch, komm. Sonja, kannst du Quatsch. Ich bin Radfahrer, es reicht. Komm, steig ein, sei kein Frosch. Hab eure Verantwortung. Bei der Polizei. Da wird Einsatzbereitschaft verlangt. Ja, jeder Situation. Allez, nimm dir ein Beispiel an deinem Assistenten. Ja. Boucher! Verdammt nochmal, wo bleibst du denn? Mein Gott, wegen der 2 Minuten. Ausgemessen unten. Also, wenn du es nochmal überlegst, ich könnte was aus der Möwen machen. Hab's gesehen. Der ganze Landraum, ein Wohnzimmer. Holz vertäfelt, Ledersessel, eine Bar. Ein Klavier muss rein. Und über das Ganze ein Glasdach. Willst du das bezahlen? Mach dir keine Sorgen, du kriegst dein Geld schon. Ja? Was gehabt? So was Ähnliches. Tut mir leid, Boucher, aber mit dem Würfel bin ich bei meinem Verein im Ort. Hallo. Mir aus kannst du deinen blöden Kahn behalten. Ich will ihn überhaupt nicht mehr. Ich hau ab, genau wie Werner. Ich warne dich, lass meine Familie aus dem Spiel. Du kümmerst dich um nichts, lässt alles verkommen. Deswegen willst du das Boot nicht. Sie hat mir gleich gesagt, was für ein alter Nagel bist. Ich hab dir gesagt, du sollst aufhören. Ich hab's dir gesagt! Pass auf! Pass auf! Ferienpack! Scheiße! Verdammt, jetzt bin ich auch noch Platz da. Ich kann nicht schwimmen! In 3 Tagen bist du wieder oben! Ah. Wie lange wirst du denn brauchen? Oh, das kann dauern. Alle, bis später. Werner, jetzt gehen wir zur Bank. Das hat ja sowieso keinen Zweck. Bitte, mach dich nicht verrückt. Decker hat uns schon mal geholfen. Warum sollte er es nicht wieder tun? Damals war er hinter dir her, deshalb hat er dir geholfen. Eifersüchtig. Das gefällt mir. Herr Hoffmann. Hallo. Aber wir sehen uns doch erst in einer Stunde, oder? In einer Stunde, okay. Ich dachte schon. Ich sehe, Sie lesen die Financial Times und informieren sich. Gut so. Behalten Sie die. Man kann immer was dazulernen. So. Dann wollen wir mal. Das war in Rotterdam. Da haben wir die Aufbauten neu gestrichen. Blau. Hm. Sie glauben gar nicht, wie ich Sie bewundere dafür, dass Sie das hier auf die Beine gestellt haben.
Ich habe ja auch vollstes Verständnis für Ihre Lage. Aber mir sind die Hände gebunden. Herr Decker, es geht doch nur um einen Aufschub. Ja, aber um den wievielten? Glauben Sie mir, ich würde Ihnen so gerne helfen. Allein schon wegen Ihrem Schwiegervater. Aber 150.000 Mal, das ist doch kein Pappenstiel. Werner und ich, wir schaffen das. Aufträge haben wir genug. Aber wie, wenn Sie dauernd festliegen? Das interessiert ihn doch alles einen Dreck. Hier, das interessiert ihn. Werner. Ich hab dir gleich gesagt, es hat keinen Sinn. Werner, jetzt warte mal. Frau Krause. Das begreifen Sie doch. Sie haben einen Kredit über 1 Million. Und Sie zahlen Ihre Raten nicht. Und das schon seit über 1 Jahr. Was erwarten Sie von mir? Es tut mir furchtbar leid, aber wenn Sie nächste Woche keine 150.000 Mark auftreiben, wird Ihr Schiff versteigert. Was soll das denn? Du kannst mich doch nicht einfach allein lassen! Ich kann die Tür nicht ausstehen. Kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Dein Schiff, es geht um dein Schiff, ist ihm das egal? Natürlich nicht. Du lässt mich da einfach allein. Was soll ich denn dem Decker sagen? Ich bin mit einem Irren verheiratet, aber als Binnenschiffer ist er fantastisch. Wenn er denkt, er kann uns behandeln wie ein Stück Dreck, hat er sich geschnitten. Ich werde da nicht auf die Knie fallen und betteln. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Dann bleib das nächste Mal zu Hause. Mach ich das allein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich muss was machen. Ich kann nicht zusehen, wie alles den Bach runterläuft. Versteh das mal. Wir können uns einfach keine Fehler mehr leisten. Ist dir das klar? Buschen. Ja, ja. Danke. Jahre mit schwerer Fracht, Tag für Tag, auf der Möwe. Schon dein Vater hat diese Peniche durch die Kanäle geschippert. Wir sind stolz, dass unser Norbert trotz aller Schwierigkeiten so lange durchgehalten hat. Die Möwe ist ein stolzes Schiff, wir werden es in Ehren halten. Noch gehört's euch nicht, Devius. Auf dass die Binnenschifffahrt eine Zukunft hat und dass du, lieber Norbert, auch an Land nicht auf dem Trockenen liegst. Ich danke euch. Ich hab's verpasst. Nichts, was dich beunruhigen könnte. Es ist mein Geld, das in das Schiff ist. Selbstverständlich. Was ist los? Hast du Kummer? Der Gott hat mit Versteigerung gedroht. Versteigerung? Entweder wir zahlen oder das Schiff ist weg. Ich hatte keine Ahnung. Wird nie ein Wort darüber verloren. Du kennst ihn doch. Er will nicht, dass du davon erfährst. Werner hat hart dafür gearbeitet. Ich kann euch nichts mehr geben. Meine ganzen Ersparnisse stecken in eurem Schiff. Ja, ich weiß. Das macht's doch schlimmer. Was habt ihr jetzt vor? Decker will die offenen Raten. Wenn wir wenigstens einen Teil davon hätten. Boucher. Boucher hat mir ein Angebot gemacht. Für die Möwe.
Woher hat er denn das Geld? Ich weiß nicht. Er sagt, er hat's. Ich werde nochmal mit ihm reden. Boucher! Boucher! Wie es aussieht, sind wir den wohl endgültig los. Morgen. Ja, Palü? Moin. Moin. Jérôme Boucher, 35 Jahre alt. Französischer Staatsbürger. Der war Matrose. Matrose hier bei uns? Mhm. Hier auf dem Kahn da. Kommt dir das Schiff bekannt vor? Nicht um die Uhrzeit. Der Kahn gehört den Krauses da drüben. Ja. Gibt's weitere Zeugen? Der Hund hat ihn gefunden. Mach du hier weiter, ich geh mal zu den Krauses rüber. Okay, Chef. Wenn er fertig ist, kann die Leiche abtransportiert werden. Brauchen Sie mich noch? Halten Sie sich bitte zur Verfügung. Ich wusste, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. So wie das da im Boot aussieht. Wir dachten, Moschee wäre abgehauen. Wie gut kannten Sie sich denn? Wie man sich so kennt, wenn man länger zusammenarbeitet. Er hat mich damals angesprochen in Nancy. Naja, das sah schon ziemlich verkommen aus. Aber er hat seine Sache gut gemacht. Das hat er. Und Sie sind erst gestern hier angekommen? Gestern, aus Frankreich. Hatte Boucher Freunde in Saarbrücken, Verwandtschaft? War da nicht dieser Penner drüben vom Osthafen, mit dem er sich immer getroffen hat? Zecke, ja stimmt, den habe ich gestern auch gesehen, als wir ankamen. Der hing da am Anleger rum. Schau dich mal um.
Ich habe damit nichts zu tun. Hey, ich bin clean. Im Metatron-Programm. Ist das dein Schiff? Gehört zum Sozialamt. Besondere Fälle. Ich träume dauernd, ich sauf ab. Der Zecke, was ist denn los? Der Boucher ist tot. Ermordet. Echt? Hörst du das? Kommst du denn da drauf? Die spinnt, Mann. Boucher kenne ich, seitdem er drüben auf dem Kahn fährt. War ja oft genug hier. Ich hab das getrunken. Quatsch. Fragen Sie Tanja. Ja, habe ich recht. Wollen Sie auch heim? Nee, danke. Ist gut. Ist dir irgendwas aufgefallen? War er nervös? Hat er eine Andeutung gemacht, irgendwas? Wollte nicht einen drauf machen, wenn er die Kohle hat? Was für Kohle? War nix. Bonjour, Gregor. Bonjour, Pauline. Busches Akte. Ich dachte, ich bringe sie dir persönlich vorbei und sehe mal, ob ihr inzwischen wieder trocken seid. Staubtrocken. Nicht so astig. Was kriege ich dafür? Einen wasserdichten Fall. Du bist ein Schatz. Vielleicht ein Abendessen mit Palü? Bonne Idee. Ich stehe auf Arabisch. Couscous mit Lamm, einverstanden? Hm? Bon, alors. Boucher ist bekannt, vor allem in Nancy. Er hat ab und zu gedealt, hat sogar mal gesessen. Aber er war keine große Nummer. Colin, du bist und bleibst unersetzlich. Seit wann? Ja, sein Großvater hatte schon ein Boot und sein Vater auch. Und bei ihm hat er auch gelernt. Und wo sind Sie gefahren? In Frankreich, Belgien, Holland, die ganzen Kanäle, auch auf der Mosel, in der Saar. Aber das ist vorbei, es gibt keine Fracht mehr für die kleinen Schiffe. Ich war auch mal unterwegs mit einem Hausboot. Tolle Sache. Was drückt der sich eigentlich ständig da herum? Wenn ich plötzlich umfalle, dann gehört ihm die Möwe. Genauer gesagt dem Verein. Wir werden ein Museum daraus machen. Geschichte der Saarschifffahrt. Aber dann ist das kein Schiff mehr. Kann ich mal Ihr Glas haben? Welches Glas? Zieh Leine, Penner. Guter Hund. Danke, Kollege. Bingo. Schmeiß weg. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Warum? Sie haben gerade den Kanal als Ihren persönlichen Mülleimer benutzt. Und das ist verboten, wie Sie da auf dem Schild lesen können. Wenn Sie lesen können. Wollen Sie meinen Mitarbeiter deswegen jetzt verhaften? Nicht unbedingt. Aber ich könnte ihn auffordern, diese Schachtel aus dem Kanal wieder zu entfernen. Wir sind fertig, wir rücken ab! Ich glaube, ich mag sie nicht. Ruhig. Kokain? Wahrscheinlich eine größere Menge, die er da unten versteckt hat. Jetzt wissen wir, wen so nach dem Mörder gesucht hat.
Ist Ihnen nie was aufgefallen? Dass er Drogen genommen hat, Geld gebraucht hat? Nein. Jetzt wissen wir wenigstens, wovon er die Möwe kaufen wollte. Kann sein, dass er den Stoff nur transportiert hat. Okay. Schönen Tag auch noch. Abrücken! Der Arme ist ja das reinste Nervenbündel. Drücke. Von wegen Methadon. Du bist seit Monaten raus aus dem Programm. Ich zieh mir trotzdem nichts in die Nase. Ich mag das Zeug nicht. Du weißt doch ganz genau, was Boucher auf der Möbel versteckt hatte. Und was da zu holen war. Was ist das denn? Tanja! Sag ihm, dass ich's nicht war. Ja, komm hier. Ja, fein gemacht. Komm. Mehr war nicht. Danke. Ich meine, das ist Eigenbedarf. Mehr habe ich nicht. Riecht nach Knast. In 2 Gramm. Mord. Wie spinnt er? Das macht er immer so, bevor er zubeißt. Mann, ich war's nicht. Haben wir alles mitgenommen? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Was ist denn mit dem Zeug vom letzten Mal? Kleine Party. Die Mädels sind ganz heiß drauf. Und sonst? Läuft alles nach Plan. An deiner Stelle würde ich mal eine Pause machen. Anwalt mit einer weißen Nase kommt nicht so gut. Wer bist du? Meine Mutter? Ich will keine Bullen wegen dir. Lass mich, ich habe noch einen Gerichtstermin. Er hat noch einen Gerichtstermin. Hat er? Wie kannst du bloß so ein Schiff kaufen? 4,5 Millionen. Spar dir mal deine Weisheiten. Sieh mal lieber dazu, dass du die Maschine ans Laufen kriegst. Hallo. Tag, Herr Krause. Hallo, Henk. Braucht ihr noch lange? Oh, ich weiß nicht. Das kann Tage dauern. Wir haben Fracht, Stahlbleche nach Rotterdam. Wir müssen längst los. Du machst dir Sorgen. So nicht? Wenn er irgendwas tun könnte. Bloß nicht. Werner ist in einer Scheißverfassung. Vielleicht sollte ich noch mal mit der Bank reden. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Wir schaffen das schon. Irgendwie.
nichts gegen ihn in der Hand. Meint, man muss hinten reintreten, damit sich vorne was bewegt. So, schon wieder. Was will denn der Penner hier? Ich brauche noch ein bisschen Stoff. Schmeiß ihn raus. Warte, warte. Die Bullen haben einen Kahn links gemacht. Zecke, das ist dein Problem. Verdammt nochmal, Boucher ist tot. Hat sich rumgesprochen und? Scheiße, Mann. Die denken, ich war's. Ja, dein Schumi, der fährt eine Scheiße zusammen. Unglaublich. Schmeiß weg. Hast du mit der Polizei gesprochen? Über eure Geschäfte? Siehst du aus? Mann, Zecke, doch nicht. Ich brauche einfach nur einen Schuss. Komm mit. Wer weiß, was da passiert ist. Du warst es nicht, ich war es nicht. Kein Grund zur Aufregung. Du bist dran. Okay, Chef. Haben geschlossen. Ich dachte mir, ihr braucht vielleicht einen Eintänzer. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie hier als Eintänzer eine Chance hätten. Und jetzt raus hier. Habe ich was verpasst? Ein Bulle wollte sich als Eintänzer bewerben. Der war im Kanal. Thomas Fahnenburg, 38, einmal 2, einmal 4 Jahre wegen Drogenhandel. Wo steckt eigentlich Palü? Er denkt nach. Charmantes Kerlchen. Malte Ciric, Türsteher, vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung. Passt doch zusammen. Boucher schafft den Stoff über die Grenze, irgendetwas geht schief. Die schnappen sich den Stoff und legen Boucher um. Und jetzt? Irgendjemand sollte den mal auf den Zahn fühlen. Unauffällig. Früher hast du wenigstens noch gekocht für mich. Jetzt muss ich schon die Pizza selber mitbringen. Marcel, wir sind Freunde und deinen Freund lässt man nicht hängen. Dann kommen gleich die Tränen. Ich bin sicher, die beiden stecken bis zum Hals in der Geschichte. Ja, ja. Und keine Beweise. So ist es. Und jetzt soll ich wohl wieder dem Rechtsstaat auf die Beine helfen. Ausgerechnet ich. Nee, du. Ohne mich. Schaltet euer rausgesetzte Naht ein. Na, vielleicht kommt es so an die Beine ran. Nein, das ist unser Fall. Außerdem sind die alle verbrannt. Ehrlich? Oder schickt einen Gregor als U-Boot auf die Piste. Der ist jung genug für sowas. Gregor ist heute Morgen von diesem Scheißkerl als Bulle identifiziert worden. Nein, ich brauche einen alten Fuchs wie dich. Erinnerst du dich, Else? Ach, Norbert. Das ist jetzt 30 Jahre her. Für mich ist es immer noch, als wäre es gestern gewesen. Ach, jetzt hör doch endlich auf, darüber nachzugrübeln. Du machst uns ja beide verrückt. Vielleicht sollte ich mal mit Decker reden. Unser Sohn ist wieder mal in der Klemme. Ich denke, Sibylle macht das. Ich kenne Decker doch seit Jahren. Wenn ich da ein gutes Wort einlege... Nee, nee, lass das lieber sein. Die beiden sind erwachsen. Es geht um das Schiff, verdammt nochmal. Fick dich doch selber. Schulden machen impotent.
machst du denn da? Ich informiere mich. Wir können mit dem Schiff an die Börse gehen. Man kann nicht mit etwas an die Börse gehen, was der Bank längst gehört. Wir können es nicht lassen. Kann passieren. Glauben Sie einfach nicht, dass der Mensch sich verändert. Jeder ändert sich. So ein paar miesen Bullen werde ich mich wohnen lassen. Wir haben eben nichts Besseres zu tun. Aber wir trinken noch was. Bier? Wie kannst du einen anschleppen, den du nicht kennst und hinter dem die Bullen her sind? Der ist okay. Ach. Wo willst du das wissen? Kann doch selber einer sein, hast du ihn gecheckt? Okay. Sauber. Später Modigliani. Starkes Teil. Hab ich lange für gespart. Angenommen. Nur mal angenommen. Ich könnte Ihnen helfen. Und wie viel geht's? 2 bis 3 Kilo. Kriegst du das hin? Bin ich allein auf der Welt, hab eine Menge Freunde. Sie sind doch kein Dealer, Sie sehen gar nicht so aus. Alterschaft, Vertrauen. Überhaupt keine Mühe. Du musst Herausforderungen annehmen. Den Berg, den Fluss, was auch immer. Das ist wie Meditation. Die Energie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nur so kommst du voran. Hallo, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, du? Oh, hallo, Ingrid, was soll... Dieser Stickstiefel, dieser Farnburg, der ist ja misstrauisch. Misstrauisch wie 3 Albaner, muss er ja sein. Andererseits habe ich so im Urin, da ist so ein deutliches Gefühl, vielleicht hat er gar keinen Stoff. Also nicht in der Menge, nicht in der Menge, wie du erwartest. Nee, kann ja auch sein. Kann ja auch sein, dass er noch gar nicht angekommen ist. Ich rede vom Stoff. Sag mal... Bist du besoffen oder was? Nee, du, aber ich... Ach, Ingrid. Irgendwo muss das Zeug doch sein. Vielleicht ist es immer noch auf dem Schiff. Wir waren drauf, die Bullen waren drauf, da ist es nicht. Warum machst du das auch mit dem Schiff? Weil Schiffe nicht kontrolliert werden, nicht auf dem Fluss, hab ich das schon x-mal erklärt. Autos auch nicht, ich nie, du. Ach, und was ist mit Tommy? An der französischen Grenze, der sitzt jetzt bis 2006. Das mit dem Schiff ist nicht schlecht. Ware ist trotzdem nicht da. Vielleicht hat Zecke den Stoff. Und kommt er dann zu uns und bettelt um ein paar Gramm? Kann sein, dass er uns nur verarscht. Das würde der nicht wagen. Aber vielleicht weiß er was. Er oder seine kleine Freundin. Entschuldigung. Wo kann ich Decker finden? Tut mir leid, Herr Decker ist heute nicht im Haus. Ist er krank oder was? Das will ich nicht hoffen. Er hat sich heute freigenommen. Wenn Sie einen Termin möchten, müssten Sie sich später nochmal melden, ja? Hm. Ja? Sibylle Krause.
tot oder was? Was soll denn das? So was, nee. So nicht. Du, so nicht. Tut mir leid, so nicht. So. Das ist mein Geld. Ich hoffe, wir stören nicht. Ist ja okay. Was ist denn los? Wir wollten nur ein bisschen mit euch plaudern jetzt, nachdem wir gemeinsam einen Freund verloren haben. Er hat versprochen, dass er mir was mitbringt. Sei still. Sag mal, was hat Boucher ja nicht so getrieben, wenn er nicht aus seinem Schiff war? Ja, Boucher? Nix. Frauen? Nee. Warum willst du das wissen? Das musst du nicht verstehen. Werd nicht frech. Boucher hing dauernd auf dem Kahn rum. Hat immer Krach mit dem alten Krause, aber den Job hat er trotzdem nicht geschmissen. Wenn dir noch was einfällt, sag mir Bescheid. Du redest nur mit uns, klar? Was kriegen wir dafür? Mehr. Vielleicht kommen Sie ja mit. Vielleicht. Was Ihren Kredit anbelangt, da tut es mir leid, da ist leider alles schon gesagt. Das sagten Sie schon. Aber das müssen Sie verstehen. Wir arbeiten mit dem Geld fremder Leute. Und da trage ich eine große Verantwortung. Vergessen Sie das nicht. Ich dachte, Sie mögen mich. Aber das tue ich doch. Zu viel sogar. Warum helfen Sie mir denn nicht? In den Monaten nach Ihrem Tod bin ich gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. An den Wochenenden war ich wie gelähmt. Wissen Sie, wer mich darauf gebracht hat, dass es noch ein Leben gibt? Sie. Ja. Sie, als Sie das erste Mal in mein Büro gekommen sind. Ja. Sie wissen gar nicht, wie das ist, allein zu sein. Ich muss über den Kredit nachdenken. Ich muss über den Kredit. So helfen Sie mir doch.
Wir suchen den Stoff. Was? Das Koks mal. Die haben es jedenfalls nicht. Wovon redest du? Farnburg, kapierst du gar nichts? Ich musste. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Werner darf das nie erfahren. Wie konnte es nur so weit kommen? Das lässt sich nicht mehr ändern. Decker ist unsere letzte Chance. Du kannst doch nicht nochmal hingehen. Ja, es tut mir wirklich sehr leid, aber da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kannte diesen Boucher auch nur flüchtig. Und? Ja, ich habe ihn mal kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr wo. Wir haben uns über das Schiff unterhalten, war ganz interessant. Und? Sie wollen mir doch nichts anhängen, oder? Keine Angst, das ist nur ein kleines Gespräch unter Freunden. In der Nacht, als Boucher ermordet wurde, habe ich zusammen mit meinem Mitarbeiter dieses Champions League-Spiel im Fernsehen gesehen. Sie erinnern sich vielleicht. Das Tor? Kahn Abstoß, Zickler weiter auf Elber und der mit links Außenriss oben rechts in den Winkel. Wahnsinn. Kahn gibt den Ball nach vorne, Zickler nimmt an, Pass auf Elber und der mit links Außenriss oben in den rechten Winkel. Wahnsinn. Wahnsinn. Weiter, Farnburg und dieser... Tschiritsch. Die verarschen uns doch. Solange wir nichts gegen sie in der Hand haben... Gut, dass du da bist. Ich war gerade in der Nähe. Ich wollte dir nur sagen, du musst auf einen besorgen. Wofür? Schon vergessen? Wolltest du kochen für Pauline? Als ob ich keine anderen Sorgen hätte. War nicht gut, oder? War nicht gut. Hast du mit Decker gesprochen? Die beiden wollen zu dir. Wir wissen vermutlich, wer hinter der Sache mit Boucher steckt. Naja. Möglicherweise hat er versucht, seine Auftraggeber über den Tisch zu ziehen. Angenommen, er hätte den Stoff beiseite geschafft, wo könnte er ihn versteckt haben? Thank you.
Was ist das? Rauschgift. Das Rauschgift, das Boucher auf meinem Boot geschmuggelt hat. Du willst es behalten? Überleg doch mal. Nur einen Moment. Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber das hier ist ein Vermögen wert. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich lasse es nicht zu. Was ist denn die Alternative? Was soll denn werden, wenn ihr eure Schuld nicht bezahlen könnt? Ich zieh dich da nicht mit rein. Ich mach das auf meine Weise. Schon wieder alle? Der Mord auf dem Schiff, hat das was mit uns zu tun? Das war nicht vorgesehen, dass da einer damit draufgeht. Reg dich ab, wir haben damit nichts zu tun. Hältst du mich für bescheuert? War die Polizei schon hier? Warum sollte sie? Hör auf, mich zu verarschen, ja? Mit Mord will ich nichts zu tun haben. Hast du ja auch nicht. Also der Stoff ist da. Wo? Da, wo er hingehört. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich habe eine Menge Geld in das Geschäft investiert. Wenn ich das nicht wiedersehe, dann... Wenn ich dir sage, es ist alles okay, dann ist alles okay. Gut. Dann will ich den Stoff sehen. Ich kann das nicht leiden, wenn mir jemand nicht traut. Das kann ich einfach nicht leiden. Wann? Ich sag dir, ich krieg dich am Arsch, wenn da was schief läuft. Ich zeig dir den Stoff morgen. Gut. Sie brauchen nicht zu warten. Ich ruf sie an, wenn ich sie brauche. Ich sehe mir das Schiff noch einmal an, wenn ich darf. Vielleicht lässt sich da doch noch etwas machen. Ich muss mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Ach was, vergessen Sie es. Ihre Frau hat mir alles erklärt. Und sie hat mich auch dazu überredet, mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Wann hat sie denn mit Ihnen gesprochen? Am Telefon. Und ich muss sagen, sie hatte sehr überzeugende Argumente. Aha. Was hat sie denn überzeugt? Herr Decker. Was gibt's Neues? Ich dachte, du wüsstest es schon. Ich war mir dann nicht so sicher. Du denkst wohl, ich bin total unter dem Licht, oder? Sind Sie verrückt geworden? Lass Sie mich los! Ich werde das... Werner! Das... Ja, bitte.
Was ist denn? Ich muss noch mal weg. Dass du nicht einfach dein Testament und verkaufst diese Scheißmülle an den Verein. Tut mir leid wegen heute Mittag. Aber ich komme in dem Fall einfach nicht weiter. Weil du die Herausforderung nicht suchst. Vielleicht denkst du zu viel darüber nach. Wer sagt denn, dass ich das tue? Dein Krause zum Beispiel. Das Schiff, das war sein Leben und plötzlich ist das alles vorbei. Du glaubst doch nicht, dass der so einfach damit zurechtkommt. Was hätte er denn tun sollen? Werner ist eingeschlafen. Seine Mutter darf nichts davon erfahren. Es tut mir leid. Ich hätte dich da nicht mit hineinziehen dürfen. Er ist mein Sohn. Warum muss uns das passieren? Das ist nicht fair. Du darfst jetzt nicht auch noch die Nerven verlieren. Ohne dich schafft das nicht. Ich weiß noch, wie glücklich er war, als wir die Vigilia gekauft haben. Als er zum ersten Mal an Bord kam. Auf sein eigenes Schiff. Er konnte sich nie ein anderes Leben vorstellen. Er wollte immer so sein wie du. Decker hätte uns helfen können. Jetzt ist er tot. Es gibt noch einen Weg. Wir müssen nur jemanden finden, der uns das Zeug abkauft. Manchmal muss ich einfach dorthin zurück, wo es passiert ist. Als wäre ich der Mörder. Ich war gerade beim Einschlafen, als du mich angerufen hast. Gregor, es gibt Fälle, die brauchen unseren vollen Einsatz. Deswegen muss ich mir jetzt mit dir und zwei Gläsern die Nacht um die Ohren schlagen. 94er Burgunder. So ein Fläschchen bringt einen auf ganz neue Ideen. Das ist manchmal entscheidend in unserem Beruf. Wo wollten wir hin? Mach dir keine Sorgen. Vertrau mir.
Profis waren das keine. Decker Hermann. Ist das nicht der Bankier? Jetzt haben wir noch einen Bankier im Hals. Steckt ganz schön Geld dahinter. Davon hat er jetzt auch nichts mehr. Ziemlich dürftig. Muss die Spurensicherung her. Verwitwet. Die Frau ist mir mal beim Polizeiball vorgestellt worden. Ich brauch was. Ich halte nicht mehr aus. Scheiße, was soll ich machen? Von Warnburg kriege ich nichts mehr. Bitte. Versuch irgendwas. Kein Geld, keine Waffe. Soll ich wieder Handtaschen klauen? Lass uns weggehen, ja? Was Warmes. Warmes. Ja. Ich besorg was. Versprochen. Her. Weißt du, woran ich gerade denken musste? Dass du nie mit mir geredet hast, damals, in der Schule. Ich habe mir nicht getraut. Du warst immer die Beste. Im Gegensatz zu mir. Tolle Noten. Klassenbuch geführt. Sag mal, warum macht man sowas eigentlich? Dealst du noch? Unten. Nur gegen Cash. Du kriegst dein Geld. Morgen. Versprochen, ich hab dir großes Ding am Laufen. Du kannst mit Kanaken keine Geschäfte auf Pump machen. Das geht nur in den Arsch. Scheiße. Das Zeug gehört einem Freund von mir, der das loswerden will. Das ist dringend. Kokain? Du machst dich. Sag mal, weißt du eigentlich, dass ich mal tierisch auf dich gestanden bin? Damals. In der Schule. Lass das gefälligst. Du sollst sie loslassen. Gehört der Opa also dir? Warte oben. Wir sind Partner. Da fasse ich noch ganz woanders hin. Warum musst du dich immer einmischen? Mit solchen Leuten mache ich keine Geschäfte! Soll es weitergehen? Ja.
Decker hatte doch keine Feinde. Wie kommen Sie denn auf sowas? Hat er eine Verabredung gehabt gestern Abend? Wir können ja mal nachschauen. Hier ist nichts eingetragen. Vielleicht hatte er privat irgendwie... Wie? Der alte Krause war hier? Ja, Herr Krause ist Kunde unserer Bank, aber der Termin, der war mit seinem Sohn und dessen Frau. Schau an. Schon der zweite Tote, mit dem die Krause zu tun haben. Sibylle? Lass sein, Junge. Das klappt nie. Wasmer ist kein Idiot. Ich sag ja nur, dass es nicht klappt. Du bist so negativ. Nur der Geist von störenden Gedanken befreit, kommt ans Ziel. Schmeiß weg. Ich mag das nicht. Ist doch nur ein Spruch. Das ist diese Robert De Niro-Mafia-Videoscheiß. Hör zu, in jedem Team gibt es einen oben und einen unten und du bist unten. So ist immer die Ordnung der Welt. Oder willst du wieder als Türsteher arbeiten? Für den Honi die Nacht? Das Gelaber anhören? Na also. Also, wo ist das Zeug? Im Kofferraum? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich damit durch die Stadt fahre. Und warum treffen wir uns dann hier? Hör zu, der Stoff ist an einem sicheren Ort und er bleibt da auch vorerst. Ich habe meine Gründe. Ich auch. Und ich könnte zur Polizei gehen. Ich könnte sagen, hören Sie. Fahnenburg, der hat mit dem Kerl zu tun, den er tot aus der Saar gefischt hat. Da gab's Probleme mit Stoff. Sowas könnte ich sagen zum Beispiel, wenn die Bullen bei mir auftauchen oder wenn ich meinen Anteil nicht bekomme. Du hast den Stoff überhaupt nicht. Boucher hat Mist gebaut, deswegen hast du ihn umgelegt. Und ich bin um 200.000 ärmer. Wo willst du hin? Du bleibst so lange, bis alles geklärt ist. Was gibt's denn da noch zu klären, oder? Uns wiedererkennen. Das werden die nicht. Warum musstest du ihn auch gleich umbringen? Das war Notwehr. Außerdem wäre der Typ garantiert zur Polizei gegangen und Scheiß erzählt. Hier, schmeiß weg. Bist du verrückt? Ich fasse es nicht an. Du sollst es nicht anfassen. Du sollst das da runterwerfen, den verdammten Scheißfluss. Alter Freund, musst mir helfen. Bitte hilf mir. Lass die Finger von dem Zeug. Du bist mir was schuldig, Jacques. Bei Gott, das bin ich. Es würde meinem Sohn helfen, die Vigilie zu behalten. Gut, ich werde tun, was ich kann.
Werner? Werner? Ich sag Ihnen doch, wir haben Decker nur flüchtig gekannt. Er hat uns den Kredit für unser Schiff verbilligt. Das ist alles. Erzählen Sie doch keinen Quatsch. Er hat Ihnen gedroht, den Kredit zu kündigen, wenn Sie Raten nicht zahlen. Er hat seine Meinung geändert. Warum? Sie würden alles tun, um Ihr Schiff zu retten. Sie und Ihr Vater und Ihre Frau. Ihre Frau besonders, nicht wahr? Sibylle hat bei Decker großen Eindruck hinterlassen, sagt seine Kollegin. Und er hatte da einen Besuch kurz vor seinem Tod. Bin mal gespannt, was die Spurensicherung ergibt. Hier, das ist Öl vom Ölwechsel. Haben Sie schon mal einen Ölwechsel auf einem Schiff gemacht? Das ist nicht wie beim Auto. Irgendwo eine Motor rausdrehen und dann zugucken, wie die Suppe da rausläuft. Da bleibt unten bleibt da immer so ein Rest Öl. Ja, da muss man dann mit dem Lappen. Alles mit der Hand rauswischen. Später kannst du die Hände schrubben und schrubben. Bleibt immer was dran. Bleibt immer was dran. Ich glaube, ich sag mal Ihrem Vater Bescheid. Soll ich ihn anrufen? Lass mal. Das mache ich selbst. Neuigkeit, Mann. Was für Neuigkeit? Die bringen dich garantiert gut drauf. Er ist gut drauf. Ich weiß, wo der Stoff ist. Irgendwas. Wo willst du das wissen? Ja, hör mal, da ist bestimmt was drin für mich. Ich meine, ich habe Ausgaben gehabt in der Sache und der ganze Zeit aufwand. Okay, Mann. Nicht umsonst. Gesehen, wie der Olle Krause versucht hat, den Stoff zu verdecken. Else? Wer sind Sie? Ist er nicht süß? Geht so. Schön ist es hier. Schönes Haus. Schön ruhig am Wasser. Verschwinden Sie aus meinem Haus! Nicht bevor du uns ein kleines Geschenk gemacht hast. Ist Ihr Mann zu Hause? Keine Ahnung. Das ist sehr dumm. Schmeiß weg. Also was ist? Else, lauf weg! Tut mir leid, aber Ihr Sohn hat den Mord an Decker gestanden.
Kann ich ihn sehen? Und er besteht darauf, alles allein gemacht zu haben. Aber ich glaube, dass er lügt. Was glauben Sie? Sie wissen, Farnburg ist auf der Flucht. Sie sind immer noch in Gefahr. Ich fasse mich schon zu wehren. Warum sagen Sie mir nicht, wo der Stoff ist? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Kann ich gehen? Du machst ihn dir nicht selber? Das ist eine Nummer zu groß. Brandenburg macht uns alle. Bis der Spitzkrieg sind wir längst über alle Berge. In Thailand. Südamerika. Irgendwo. Doch gut genug. Sobald wir ihn gefunden haben, schiebt er dir beide mal in die Schuhe. Den Amwasma und den Amschi. Du bist auf dem Parkplatz gesehen worden und ich schwör's dir, ich krieg dich wegen Mordes dran. Ich wollte nicht, dass die beiden dabei kaputt gehen. Was war mit Boucher? Boucher wollte den Stoff nicht rausrücken. Der Anteil war ihm zu gering. Also haben wir ein bisschen Druck gemacht, war auf die Fresse, aber war nichts. Das hat ihn aufgeregt. Wen? Farnburg? Der Wahnsinnige. Er hat ihn abgestochen, ohne zu wissen, wo der Stoff war. Und wir haben ihn auch nicht gefunden auf dem Scheißschiff. Ich war nur dabei. Ich wusste nicht, was passiert. Farnburg war's. Das hätte ich auch gesagt. An deiner Stelle. Aber ich habe das Messer. Mit seinen Fingerabdrücken drauf. Schmeiß weg. Das war ein Unfall. Wir werden einsehen, dass das ein Unfall war. Werner kommt zurück. Das verspreche ich dir. Wir hätten besser aufpassen sollen. Wie konnte er nur so etwas tun? Hineinfahren, die Sau werfen. Du hättest da sicher auch nichts ändern können. Was stehst du denn da rum? Komm doch rein. Ja, Krause. Ich leg dich um, wenn ich den Stoff nicht kriege. Dich und deine Familie, du hast eine Stunde. Wer war das? Das war der Kerl, der gestern abgehauen ist. Was wollte er? Was ist denn? Nicht so wichtig, Else.
Und? So freundlich. Danke. Es tut gut bei dem Sauber drin. Hallo? Ist da jemand? Hey, draußen. Was willst du? Reden. Worüber? Das ist doch der Stoff, oder? Raus. Hör mal, ich kann dir helfen, den Stoff zu verticken. Ich habe mir was überlegt. Das ist ganz einfach. Herr Krause ist nochmal weggegangen. Was? Sie sind dran schuld, wenn ihm was passiert. Wir brauchen doch alle Geld. Wow. Sonst wärst du doch schon längst bei den Bullen mit dem Stoff. Mit Leuten wie dir würde ich mich sowieso nicht einlassen. Das musst du aber, wenn du solche Geschäfte machen willst. Du kannst ja nicht zur Bank mit 2 Kilo Koks und sagen, mach mal klein. Mann, ich bin kein Idiot. Wo ist der Stoff? Zicke, du enttäuscht mich. Ich hab dir mal vertraut. Scheiße. Behandelt hast du mich wie den letzten Dreck. Bist du doch auch, oder? Leck mich. Einsatzwagen zum Anliegen mit 2. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du das durchziehst mit dem Stoff. Alle Achtung. Man kann ja nicht alles klappen. Mach auf. Achtung! Hier ist die Polizei! Das verlassen kommt. Sie das Schiff! Das kommt! Warnburg, Waffe weg! Das sehe ich ein bisschen anders, vorwärts. Das hat doch keinen Zweck, Warnburg. Ach nein? Waffen auf den Boden und 5 Meter zurück. Sie und Ihre Familie scheinen vom Glück geradezu verfolgt. Was ist mit unserem Sohn? Bleibt in Haft. Thank you.
Lass mich doch nicht alleine, Mann. Scheiße, was soll ich machen? Von Warnburg kriege ich nichts mehr. Versuch irgendwas. Kein Geld, keine Waffe. Soll ich wieder Handtaschen klauen? Lass uns weggehen, ja? Wo es warm ist. Warm ist. Ja. Ich besorge was. Versprochen. Ja. Weißt du, woran ich gerade denken musste? Dass du nie mit mir geredet hast, damals, in der Schule. Ich habe mich nicht getraut. Du warst immer die Beste. Im Gegensatz zu mir. Tolle Noten. Klassenbuch geführt. Sondern warum macht man sowas eigentlich? Dealst du noch? Unten. Nur gegen Cash. Du kriegst dein Geld. Morgen. Versprochen, ich hab dir großes Ding am Laufen. Du kannst mit Kanaken keine Geschäfte auf Pump machen. Das geht nur in den Arsch. Scheiße. Das Zeug gehört einem Freund von mir, der das loswerden will. Das ist dringend. Kokain? Du machst dich. Ich war nur dabei. Ich wusste nicht, was passiert. Fahrenburg war's. Das hätte ich auch gesagt. An deiner Stelle. Aber ich habe das Messer. Mit seinen Fingerabdrücken drauf. Schmeiß weg. Das war ein Unfall. Sie werden einsehen, dass das ein Unfall war. Werner kommt zurück, das verspreche ich dir. Wir hätten besser aufpassen sollen. Wie konnte er nur so etwas tun? Hineinfahren in die Sau werfen. Du hättest da sicher auch nichts ändern können. Was stehst du denn da rum? Komm doch rein. Ja, Krause. Ich leg dich um, wenn ich den Stoff nicht kriege. Dich und deine Familie, du hast eine Stunde. War das? Das war der Kerl, der gestern abgehauen ist. Was wollte er? Was ist denn? Nicht so wichtig, Else.
Und? So freundlich. Danke. Es tut gut bei dem Sauber drin. Will ich den Stoff sehen? Ich kann es nicht leiden, wenn mir jemand nicht traut. Das kann ich einfach nicht leiden. Wann? Ich sag dir, ich krieg dich am Arsch, wenn da was schief läuft. Ich zeig dir den Stoff morgen. Nicht zu warten. Ich rufe sie an, wenn ich sie brauche. Ich dachte, ich sehe mir das Schiff noch einmal an, wenn ich darf. Vielleicht lässt sich da doch noch etwas machen. Ich muss mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Ach was, vergessen Sie es. Ihre Frau hat mir alles erklärt. Und sie hat mich auch dazu überredet, mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Wann hat sie denn mit Ihnen gesprochen? Am Telefon. Und ich muss sagen, sie hatte sehr überzeugende Argumente. Aha. Was hat sie denn überzeugt? Herr Decker. Was gibt's Neues? Ich dachte, du wüsstest es schon. Ich war mir dann nicht so sicher. Du denkst wohl, ich bin total unterbelichtet, ne? Sind Sie verrückt geworden? Lass Sie mich los! Ich werde das... Werner! Das... Guten Tag. Ich dachte, ich sehe mir das Schiff noch einmal an, wenn ich darf. Vielleicht lässt sich da doch noch etwas machen. Ich muss mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Ach was, vergessen Sie es. Ihre Frau hat mir alles erklärt. Und sie hat mich auch dazu überredet, mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Wann hat sie denn mit Ihnen gesprochen? Am Telefon. Und ich muss sagen, sie hatte sehr überzeugende Argumente. Aha. Was hat sie denn überzeugt?
Decker. Was gibt's Neues? Ich dachte, du wüsstest es schon. Ich war mir dann nicht so sicher. Du denkst wohl, ich bin total unterbelichtet, ne? Sind Sie verrückt geworden? Lass sie nicht los! Ich werde dafür... Werner! Das! Ja, bitte. Was ist denn? Ich muss noch mal weg. Wahrscheinlich eine größere Menge, die er da unten versteckt hat. Jetzt wissen wir, wen so nach der Mörder gesucht hat. Ist Ihnen nie was aufgefallen? Dass er Drogen genommen hat, Geld gebraucht hat? Nein. Jetzt wissen wir wenigstens, wovon er die Möwe kaufen wollte. Kann sein, dass er den Stoff nur transportiert hat. Okay. Schönen Tag auch noch. Abrücken! Der Arme ist ja das reinste Nervenbündel. Okay. Von wegen Methadon. Du bist seit Monaten raus aus dem Programm. Ich zieh mir trotzdem nichts in die Nase. Ich mag das Zeug nicht. Du weißt doch ganz genau, was Boucher auf der Möbel versteckt hatte. Und was da zu holen war. Was ist das denn? Tanja! Sag ihm, dass ich es nicht war. Ja, komm hier. Ja, fein gemacht. Komm. Mehr war nicht. Danke. Ich meine, das ist Eigenbedarf. Mehr habe ich nicht. Riech nach Knast. Wegen 2 Gramm. Mord. Wie spinnt er? Das macht er immer so, bevor er zubeißt. Mann, ich war's nicht. Haben wir alles mitgenommen? Alles? Scheiße. Ja? Sibylle Krause.
Tot oder was? Was soll denn das? Sowas, nee. So nicht. Du, so nicht. Tut mir leid, so nicht. So. Das ist mein Geld. Ich hoffe, wir stören nicht. Ist ja okay. Ist ja okay. Was ist denn los? Wir wollten nur ein bisschen mit euch plaudern jetzt, nachdem wir gemeinsam einen Freund verloren haben. Er hat versprochen, dass er mir was mitbringt. Sei still. Sag mal, was hat Boucher nicht so getrieben, wenn er nicht aus seinem Schiff war? Ja, Boucher? Nix. Frauen? Nee. Warum willst du das wissen? Das musst du nicht verstehen. Werd nicht frech. Die hingen dauernd auf dem Kahn rum. Hat immer Krach mit dem alten Krause, aber den Job hat er trotzdem nicht geschmissen. Wenn dir noch was einfällt, sag mir Bescheid. Du redest nur mit uns, klar? Was kriegen wir dafür? Sie das erste Mal in mein Büro gekommen sind. Ja. Sie wissen gar nicht, wie das ist, allein zu sein. Ich muss über den Kredit nachdenken. Ich muss über den Kredit. So helfen Sie mir doch. Die suchen den Stoff. Was? Das Koks mal. Die haben es jedenfalls nicht. Wovon redest du? Farnburg, kapierst du gar nichts?
Ich musste. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Scheiße. Das Zeug gehört einem Freund von mir, der das loswerden will. Das ist dringend. Kokain? Du machst dich. Sag mal, weißt du eigentlich, dass ich mal tierisch auf dich gestanden bin? Damals. In der Schule. Lass das gefälligst. Du sollst sie loslassen. Gehört der Opa also dir? Warte oben. Wir sind Partner. Da fasse ich noch ganz woanders hin. Warum musst du dich immer einmischen? Mit solchen Leuten mache ich keine Geschäfte! Soll es weitergehen? Herr Decker hatte doch keine Feinde. Wie kommen Sie denn auf sowas? Hat er eine Verabredung gehabt gestern Abend? Wir können ja mal nachschauen. Hier ist nichts eingetragen. Vielleicht hatte er privat irgendwie... Wie? Der alte Krause war hier? Ja, Herr Krause ist Kunde unserer Bank. Aber der Termin, der war mit seinem Sohn und dessen Frau. Schau an. Schon der zweite Tote, mit dem die Krause zu tun haben. Bille? Bille? Lass sein, Junge. Das klappt nie. Wasmer ist kein Idiot. Ich sag ja nur, dass es nicht klappt. Du bist so negativ. Nur der Geist von störenden Gedanken befreit, kommt ans Ziel. Schmeiß weg. Ich mag das nicht. Boucher! Boucher! Aussieht, sind wir dem wohl endgültig los. Thank you.
Guten Morgen. Ja, Palü? Moin. Jérôme Boucher, 35 Jahre alt, französischer Staatsbürger. Der war Matrose. Matrose hier bei uns? Mhm. Hier auf dem Kahn da. Kommt dir das Schiff bekannt vor? Und nicht um die Uhrzeit. Der Kahn gehört den Krauses da drüben. Ja. Gibt's weitere Zeugen? Der Hund hat ihn gefunden. Mach du hier weiter, ich geh mal zu den Krauses rüber. Okay, Chef. Also, wo ist das Zeug? Im Kofferraum? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich damit durch die Stadt fahre. Und warum treffen wir uns dann hier? Hör zu, der Stoff ist an einem sicheren Ort und da bleibt er auch vorerst. Ich habe meine Gründe. Ich auch. Und ich könnte zur Polizei gehen. Ich könnte sagen, hören Sie, Fahnenburg, der hat mit dem Kerl zu tun, den er tot aus der Saar gefischt hat. Da gab's Probleme mit Stoff. Sowas könnte ich sagen, zum Beispiel, wenn die Bullen bei mir auftauchen oder wenn ich meinen Anteil nicht bekomme. Du hast den Stoff überhaupt nicht. Boucher hat Mist gebaut, deswegen hast du ihn umgelegt. Und ich bin um 200.000 ärmer. Wo willst du hin? Du bleibst so lange, bis alles geklärt ist. Was gibt's denn da noch zu klären, oder? Uns wiedererkennen. Das werden die nicht. Warum musstest du ihn auch gleich umbringen? Das war Notwehr. Außerdem wäre der Typ garantiert zur Polizei gegangen und Scheiß erzählt. Hier, schmeiß weg. Bist du verrückt? Ich fasse es nicht an. Du sollst das nicht anfassen. Du sollst das da runterwerfen, den verdammten Scheißfluss. Alter Freund, musst mir helfen. Bitte hilf mir. Lass die Finger von dem Zeug. Du bist mir was schuldig, Jack. Bei Gott, das bin ich. Es würde meinem Sohn helfen, die Vigilie zu behalten. Gut, ich werde tun, was ich kann. Mehr war nicht. Danke. Ich meine, das ist Eigenbedarf. Mehr habe ich nicht. Riecht nach Knast. Wegen 2 Gramm. Mord. Wie spinnt er? Das macht er immer so, bevor er zubeißt. Mann, ich war's nicht. Mir alles mitgenommen? Alles? Thank you.
dachte schon, du kommst nicht mehr. Was ist denn mit dem Zeug vom letzten Mal? Kleine Party. Die Mädels sind ganz heiß drauf. Und sonst? Läuft alles nach Plan. An deiner Stelle würde ich mal eine Pause machen. Anwalt mit einer weißen Nase kommt nicht so gut. Wer bist du? Meine Mutter? Ich will keine Bullen wegen dir. Lass mich. Ich habe noch einen Gerichtstermin. Er hat noch einen Gerichtstermin. Hat er? Kannst du bloß so ein Schiff kaufen? 4,5 Millionen. Spar dir mal deine Weisheiten. Sieh mal lieber dazu, dass du die Maschine ans Laufen kriegst. Hallo. Tag, Herr Krause. Hallo, Henk. Braucht ihr noch lange? Oh, ich weiß nicht. Tage dauern. Wir haben Fracht, Stahlbleche nach Rotterdam. Wir müssen längst los. Du machst dir Sorgen. So nicht? Wenn er irgendwas tun könnte. Bloß nicht. Werner ist in einer scheiß Verfassung. Vielleicht sollte ich nochmal mit der Bank reden. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Wir schaffen das schon. Irgendwie. Wir suchen den Stoff. Was? Das Koks mal. Die haben es jedenfalls nicht. Wovon redest du? Fahrenburg, kapierst du gar nichts? Ich musste. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Werner darf das nie erfahren. Wie konnte es nur so weit kommen? Das lässt sich nicht mehr ändern. Decker ist unsere letzte Chance. Du kannst doch... Grübeln, du machst uns ja beide verrückt. Vielleicht sollte ich mal mit Decker reden.
Unser Sohn ist wieder mal in der Klemme. Ich denke, Sibylle macht das. Kennt Decker doch seit Jahren, wenn ich da ein gutes Wort einlege. Nee, nee, lass das lieber sein. Die beiden sind erwachsen. Es geht um das Schiff, verdammt nochmal. Fick dich doch! Ach, fick dich doch selber! Schulden machen impotent. Was machst du denn da? Ich informiere mich. Wir können mit dem Schiff an die Börse gehen. Man kann nicht mit etwas an die Börse gehen, was der Bank längst gehört. Wir können es nicht lassen. Kann passieren. Ich glaube es einfach nicht, dass der Mensch sich verändert. Jeder ändert sich. So ein paar miesen Bullen werde ich mich hochnehmen lassen. Wir haben eben nichts Besseres zu tun. Aber wir trinken noch was. Bier? Wie kannst du einen anschleppen, den du nicht kennst und hinter dem die Bullen her sind? Der ist okay. Ach, wo willst du das wissen? Kann auch selber einer sein, hast du ihn gecheckt? Sauber. Später Modigliani. Starkes Teil. Habe ich lange für gespart. Werner? Werner? Ich sag Ihnen doch, wir haben Decker nur flüchtig gekannt. Er hat uns den Kredit für unser Schiff verbilligt. Erzählen Sie doch keinen Quatsch. Er hat Ihnen gedroht, den Kredit zu kündigen, wenn Sie Raten nicht zahlen. Er hat seine Meinung geändert. Warum? Sie würden alles tun, um Ihr Schiff zu retten. Sie und Ihr Vater und Ihre Frau. Ihre Frau besonders, nicht wahr? Sibylle hat bei Decker großen Eindruck hinterlassen, sagt seine Kollegin. Und er hatte da einen Besuch kurz vor seinem Tod. Bin mal gespannt, was die Spurensicherung ergibt. Hier, das ist Öl vom Ölwechsel. Schon mal einen Ölwechsel auf einem Schiff gemacht? Das ist nicht wie beim Auto. Irgendwo eine Motor rausdrehen und dann zugucken, wie die Suppe da rausläuft. Da bleibt unten
bleibt da immer so ein Rest. Öl. Ja, da muss man dann mit dem Lappen. Alles mit der Hand rauswischen. Und da kannst du später, kannst du die Hände schrubben und schrubben. Bleibt immer was dran. Bleibt immer was dran. Ich glaube, ich sag mal ihrem Vater Bescheid. Soll ich ihn anrufen? Lass mal. Das mache ich selbst. Sibylle? Lass sein, Junge. Das klappt nie. Wassmann ist kein Idiot. Ich sag ja nur, dass es nicht klappt. Du bist so negativ. Nur der Geist von störenden Gedanken befreit, kommt ans Ziel. Schmeiß weg. Ich mag das nicht. Ist doch nur ein Spruch. Das ist diese Robert De Niro Mafia Videoscheiß. Hör zu, in jedem Team gibt es einen oben und einen unten und du bist unten. So ist nochmal die Ordnung der Welt. Oder willst du wieder als Türsteher arbeiten? Für den Honi die Nacht? Das Gelaber anhören? Na also. Also, wo ist das Zeug? Im Kofferraum? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich damit durch die Stadt fahre. Und warum treffen wir uns dann hier? Hör zu, der Stoff ist an einem sicheren Ort und da bleibt er auch vorerst. Ich habe meine Gründe. Ich auch. Und ich könnte zur Polizei gehen. Ich könnte sagen, hören Sie. Fahnenburg, der hat mit dem Kerl zu tun, den er tot aus der Saar gefischt hat. Da gab's Probleme mit Stoff. Sowas könnte ich sagen, zum Beispiel, wenn die Bullen bei mir auftauchen oder wenn ich meinen Anteil nicht bekomme. Du hast den Stoff überhaupt nicht. Boucher hat Mist gebaut, deswegen hast du ihn umgelegt. Und ich bin um 200.000 ärmer. Wo willst du hin? Du bleibst so lange, bis alles geklärt ist. Was gibt's denn da noch zu klären, oder? Jedenfalls nicht. Wovon redest du? Fahrenburg, kapierst du gar nichts?
Ich musste. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Werner darf das nie erfahren. Wie konnte es nur so weit kommen? Das lässt sich nicht mehr ändern. Becker ist unsere letzte Chance. Du kannst doch nicht noch mal hingehen. Ja, es tut mir wirklich sehr leid, aber da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kannte diesen Boucher auch nur flüchtig. Und? Ja, ich habe ihn mal kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr wo. Wir haben uns über das Schiff unterhalten, war ganz interessant. Und? Sie wollen mir doch nichts anhängen, oder? Keine Angst, das ist nur ein kleines Gespräch unter Freunden. In der Nacht, als Boucher ermordet wurde, habe ich zusammen mit meinem Mitarbeiter dieses Champions League-Spiel im Fernsehen gesehen. Sie erinnern sich vielleicht. Das Tor? Kahn, Abstoß, Zickler weiter auf Elba und der mit links, Außenriss, oben rechts in den Winkel, Wahnsinn. Kahn gibt den Ball nach vorne, Zickler nimmt an, Pass auf Elba und der mit links, Außenriss, oben in den rechten Winkel. Wahnsinn. Wahnsinn. Angenommen. Nur mal angenommen. Ich könnte Ihnen helfen. Und wie viel geht's? 2 bis 3 Kilo. Kriegst du das hin? Bin ich allein auf der Welt, hab eine Menge Freunde. Sie sind doch kein Dealer, Sie sehen gar nicht so aus. Alter schafft Vertrauen. Überhaupt keine Mühe. Du musst Herausforderungen annehmen. Den Berg, den Fluss, was auch immer. Das ist wie Meditation. Die Energie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nur so kommst du voran. Hallo, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, du? Oh, hallo, Ingrid. Was soll... Dieser Stickstiefel, dieser Farnburg, der ist ja misstrauisch. Misstrauisch wie 3 Albaner. Muss er sein. Andererseits habe ich so im Urin, da ist so ein deutliches Gefühl, vielleicht hat er gar keinen Stoff. Also nicht in der Menge. Nicht in der Menge, wie du erwartest. Nee. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein, dass er noch gar nicht angekommen ist. Ich rede vom Stoff. Sag mal... Bist du besoffen oder was? Nee, du, aber ich... Ach, Ingrid. Irgendwo muss das Zeug doch sein. Vielleicht ist es immer noch auf dem Schiff. Wir waren drauf, die Bullen waren drauf, da ist es nicht. Warum machst du das auch mit dem Schiff? Weil Schiffe nicht kontrolliert werden, nicht auf dem Fluss, hab ich das schon x-mal erklärt. Autos auch nicht, ich nie, du. Ach, und was ist mit Tommy? An der französischen Grenze, der sitzt jetzt bis 2006. Das mit dem Schiff ist nicht schlecht. Ware ist trotzdem nicht da. Vielleicht hat Zecke den Stoff. Und kommt er dann zu uns und bettelt um ein paar Gramm? Kann sein, dass er uns nur verarscht. Das würde der nicht wagen. Einsehen, dass das ein Unfall war. Werner kommt zurück, das verspreche ich dir. Wir hätten besser aufpassen sollen. Wie konnte er nur so etwas tun? Hineinfahren, die Sau werfen. Du hättest da sicher auch nichts ändern können.
stehst du denn da rum? Komm doch rein. Ja, Krause. Schläg dich um, wenn ich den Stoff nicht kriege. Dich und deine Familie, erst eine Stunde. Wer war das? Das war der Kerl, der gestern abgehauen ist. Was wollte er? Was ist denn? Nicht so wichtig, Else. Und? Sie? Gern, das ist so freundlich. Danke. Es tut gut bei dem Sauwetter. Hallo? Ist da jemand? Kann sein, dass er den Stoff nur transportiert hat. Okay. Schönen Tag auch noch. Abrücken! Der Arme ist das reinste Nervenbündel. Ich drücke. Von wegen Methadon. Du bist seit Monaten raus aus dem Programm. Ich zieh mir trotzdem nichts in die Nase. Ich mag das Zeug nicht. Du weißt du ganz genau, was Boucher auf der Möbel versteckt hatte. Und was da zu holen war. Was ist das denn? Tanja! Sag ihm, dass ich es nicht war. Komm hier. Ja, fein gemacht. Komm. Mehr war nicht. Danke. Ich meine, das ist Eigenbedarf. Mehr habe ich nicht. Riech nach Knast. Wegen 2 Gramm. Mord. Wie spinnt er? Das macht er immer so, bevor er zubeißt. Mann, ich war's nicht. Mir alles mitgenommen? Alles?
dachte schon, du kommst nicht mehr. Was ist denn mit dem Zeug vom letzten Mal?